Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Fans, hier bei uns, hier beim Whisky-Club. An meiner Seite die Manuela. Und der Thomas. Yes, und wir freuen uns, heute wieder bei euch sein zu dürfen und euch einen neuen, naja, nicht ganz so neuen, einen alten Vertreter vorstellen zu dürfen. Eine Re-Review sozusagen, weil ich habe den schon vor Urzeiten mal getestet. Du kennst ihn auch. Wir wollten euch den nochmal vorstellen, eventuell im Hinblick dessen, ob er besser geworden ist, ob er schlechter geworden ist, ob er gleich geblieben ist und so weiter. Aber bevor wir dazu kommen, stellst du uns bitte mal noch dein T-Shirt vor und die Band. Ja, heute habe ich Sepultura an. Das ist nicht, also ist schon bekannt, würde ich sagen. Ich denke immer, dass es bekannt ist, weil ich ja viele Metal-Bands kenne. Sepultura wurde gegründet 1984 und in Brasilien. Geht eher so Richtung Thrash und Death Metal. Okay. Ehrlicherweise, sie haben echt gute Alben auch. Mhm. Aber ich höre es nicht mehr so viel wie vorher. Okay, meine Baustelle ist es überhaupt nicht. Ich kannte den Namen, ich wusste aber nicht mal, dass das Südamerikaner sind. Tatsächlich Asche auf mein Haupt, also ich bin da echt in der Hinsicht nicht wirklich fit. Aber das T-Shirt, das Motiv, ich habe eben mal drauf geschaut und habe gerätselt, was das wohl sein mag, was dort abgebildet ist. Sicher ein S, ne? Oder, ne, von Sepultura. Ganz ehrlich, ich habe das T-Shirt schon so lange und... Also ich finde es ja irgendwie, ich finde es cool. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool, ich finde es sehr künstlerisch. Sieht aus wie die Bilder, die ich male. Aber also ich habe da irgendwie ein einstürzendes Gebäude drauf, aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die uns erklären können, was dort abgebildet ist. Ich muss es selbst einfach nochmal anschauen. Also das geht mir selten so, dass ich auf ein Bild schaue und so überhaupt keine Ahnung habe, also was gemeint ist. Ich muss auch sagen, das T-Shirt habe ich sicher schon, oh mein Gott, 12, 13 Jahre. Und ich habe sie vielleicht zweimal im Jahr an. Hast du sie mal live gesehen eigentlich? Nee, leider nicht. Okay. Leider nicht. Aber sie gibt es noch, oder? Ja. Na gut, also die Whisky, die Bandvorstellung in dieser Woche ist ein bisschen diffus geraten, wie gesagt. Aber das Shirt ist cool und wir werden natürlich wie immer unten ein entsprechendes Video der Band mal verlinken, dass ihr einen Eindruck bekommt, worum es dabei geht. Und jetzt kommen wir zu etwas, was wir gut kennen. Auf vertrauten Boden sozusagen, nämlich wir kommen zu Glenmorangie und in diesem Fall den 14-Jährigen oder wie er früher so prominent hieß, der Quinta Ruban. Genau. Glenmorangie, du erinnerst dich, wir hatten den Zehner im Urlaub. Wir hatten den Zehner im Urlaub, ein wunderbarer Sommerwhisky fanden wir beide. Ne? Wirklich. Und für so einen Einsteiger-Whisky bezahlbar, gute Qualität, schmackhaft und so weiter. Und Glenmorangie hat ja unheimlich viel schon rausgebracht. Also die haben auch sehr, sehr viele Sonderabfüllungen rausgebracht. Eyalanta, Companta und wie die alle hießen. Und in der Standard-Range ist der so im mittleren Preissegment, sage ich jetzt mal, der 14-jährige Quinta Ruban. Ja. Gegründet, ganz kurz, 1843, glaube ich, die Distillerie. Liegt so oben im Norden, ziemlich weit nördlich, direkt an der Küste. Die Distillerie. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, ja, okay, Coastal Distillery oder so. Nee, aber sie zählt zu den Highland Distillerien und gehört dem großen Luxuswaren Konzern. Louis Vuitton und alles was. Moët Hennessy, der LVMH. Ne? Also dieses Konglomerat aus Edelmarken, zu denen auch Artbeck zum Beispiel gehört. Da gehört Glenmorangie auch mit dazu. Genau, und das Besondere an dem hier ist einfach, er ist 14 Jahre alt. Mhm. Genau. 10 Jahre davon hat er in Ex-Bourbon-Fässern gelegen. Mhm. Und dann in Portwein? Und dann in Exportwein-Fässern gefinisht. Genau, wobei, ich meine, wenn das wirklich 4 Jahre sind, die der in den Portwein-Fässern noch gelegen hat, dann ist das mehr als nur ein Finish. Ne? Ja. Dann ist das eine Reifung. Der ist, ich glaube, er ist gefärbt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da keine Angaben gefunden. Ich weiß, er ist nicht kühl gefiltert. Okay. Und er hat 46 Volumenprozent Alkohol und liegt so bei 60 Euro. Aber lass mich mal schauen, ob der irgendwo eine Angabe zu Farbstoff hat. Weil sie müssen es ja deklarieren. Weil ich meine, 4 Jahre im Portweinfässer kann ja schon sein, dass die Farbe dann so ist. Aber ich finde keine Angaben über Zuckercouleur. Das heißt eigentlich, dass er ungefärbt ist.
weil ich schätze mal, so ein großer Spirituosenkonzern und LVMH würde sich da wahrscheinlich keine Risiken erlauben. Die würden das draufschreiben, weil das ist nach EU-Recht Pflicht, das Okay. draufzuschreiben, wenn man was hinzufügt. Ich war immer der Meinung, dass wenn man nicht fährt, man stolz drauf ist und das draufschreibt. Ja, viele sind das, Ja. aber manche lassen das unter Tisch fallen, wie auch immer. Glenmorangie ist bekannt durch seine enorm hohen Brennblasen. Das sind, glaube ich, fast die höchsten in ganz Schottland. Riesenteile. Und dadurch haben die das Destillat, was dann ganz oben an der Spitze ankommt, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was da hochsteigt in diesen Kupferbrennblasen. Und deswegen ist dieser Whisky immer sehr weich, mild, bekömmlich, Ja. gut verträglich und so weiter. Also sie machen ganz gefällige, nicht rauchige Ja. Whiskys. Also Glenmorangie, wenn es einen Sommer-Whisky gibt, den Ja. ich jetzt erfrischend nenne, dann war das Genau. Glenmorangie 10, Also ich würde definitiv. den geschmacklich auch nicht unbedingt in die Highlands verorten. Ich würde sagen, Nee, der ist eher ein Speyside oder so. ja. Aber naja, er liegt nun mal da oben im Norden Ja. an der Küste. Und wie gesagt, auch nicht ganz klein. Die Destillerie produziert 9 Millionen Liter im Jahr. Damit ist sie echt Ja, eine große krass. Ja. Destillerie inzwischen. Naja. Ich glaube, der gehört auch zu den meisten Whisky machen, ne? Glenmorangie ist halt Ja, es hieß mal irgendwie, der Zehner sei der meist verkauft. getrunkene Single Malt in Schottland selbst. Okay. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ja. Keine Ahnung. Aber so hieß es. Also Okay. einfach auch, weil er günstig ist, ne? Ganz klar. Aber der hat mir damals schon gut gefallen und ihr seht auch, er gefällt uns auch eigentlich immer noch recht gut. Wir wollten ihn euch jetzt einfach nur noch mal vorstellen. Also denn. Halten wir mal Nase rein. Nicht kältefiltriert, haben wir gesagt, ne? Also Ja. diese Glamorange, die sind alle sehr fruchtig, oder? Sehr fruchtig. Also ich meine, so wie Wirklich, der ja. Zehner auch, Ja. hat der für mich jetzt auch Orange-Geruch drin. Ja, Ja, auch so ein genau. bisschen Vanille. Er hat so Zitrusnoten Ja. drin, Saftorange, wie du sagst, und Vanille. Und er hat, ich finde, er riecht sehr kräftig schon. Ja, Also, Der hat 46%, ne? ja. Also kein zurückhaltender Ja. und auch jetzt nicht so leicht und sommerlich wie der Zehner. Der hatte, glaube ich, nur 40, ne? Der hatte nur Ja. 40, ja. Also der hat deutlich mehr Bums hier und mehr Aromen. Und der ist preislich, hatte ich das erwähnt, glaube ich, bei 60 Euro. Ja. Inzwischen auch teuer geworden, wie eigentlich fast alle. Ja, also man muss schon gut suchen, um noch einigermaßen günstige, bezahlbare zu finden. Die Standards sind alle irgendwie richtig hochgegangen. Wahnsinn, gell? Und was natürlich auch auffällt, ist, sie haben das Flaschendesign in den letzten Jahren geändert. Ne? Also sie haben jetzt so eine ganz modische, ich finde die Flaschenform sehr schön. Das Design, mir gefällt das ganz gut. Ich kenne aber auch einige, die zum Beispiel gerade besonders beim Zehner drüber mäkeln, das sei ihnen zu bunt und zu poppig und so. Ich kann das Wobei es passt nachvollziehen. zum Geschmack irgendwie. Es passt dazu und irgendwie auch zur Namensgebung. Morangi, Orangi, dass der Orange ist dann natürlich, passt irgendwie. Naja, wie auch immer. Aber wir sind ja jetzt beim 14er und mich spricht das an. Was mir gar nicht aufgefallen ist, vorher der Boden. So wie ein Wirbel, ne? Oh Ist dir ja. das schon mal aufgefallen? Oh, stimmt, eine Spirale. Da ist eine Spirale Ja. drin. Ja, Ja. cool. Ja, du bist ja so fixiert auf Details, ne? Ja. Mir fällt sowas immer gar nicht auf. Aber das ist tatsächlich sehr Ich cool. habe es gar Deshalb nicht gesehen vorher. müsste man mal gucken, was das für eine Bedeutung hat, weil das ist ja nicht notwendig. Also, was noch zu erwähnen ist, er kommt einfach in der Pappschachtel daher. Ja. Der hat also keine Metallröhre oder irgendwie sowas, sondern ganz simple Pappe. Und das ist okay so. Und die Nase, ich finde sie super Ja, ich ansprechend. auch. Also süffig, fruchtig und kräftig dabei. Ja, genau. Schon fast an der Grenze zu einem schweren. So. Ich meine, 46% finde ich jetzt eine tolle Trinkstärke. Super, und Jetzt auch für die 14 Mann. Jahre ist natürlich auch ein Ja. stolzes Alter schon, ne? Ja. Das muss man mal erwähnt Ja. haben. Wirklich, bei all den jungen NAS-Whiskys, die man Ja. zurzeit so kriegt, sind 14 Jahre, ist das schon ein echter Methusalix fast. Na, dann probieren wir den nochmal. Zum Wohl, ihr Zum Lieben. Wohl. Ja, doch, 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 doch. Übrigens, bin ich wieder auf den gekommen. Ich hatte es schon sehr lange her, dass ich den probiert habe.
Und dann viele Jahre gar nicht mehr. Und drauf gekommen bin ich aber, wir sind ja, du bist ja Metalhead und hier, wo wir wohnen, gibt es eine sehr nette kleine Metalbar. An dieser Stelle viele Grüße an Costa und all die Verrückten aus dem Metal-Enzer. Metal-Ends-Verein. Genau. Und er hat ihn im Regal stehen gehabt. Und deswegen habe ich damals, so ja, vor einem halben Jahr oder so, gesagt: Mensch, gib mir doch mal ein Gläschen, ich möchte ihn mal wieder probieren. Stimmt. Und dann hat er mir so gut gefallen, dass ich gleich gedacht habe: Komm, die musst du nochmal nachkaufen, der lohnt sich einfach. Er ist schwer, er ist wuchtig mit 46, die kommen ordentlich daher. Der schiebt eine kräftige Eichennote, finde ich. Also auch die Fässer, das merkt man einfach jetzt bei 14 Jahren, bringen eine tolle Würzigkeit mit. Ohne bitter zu sein. Also ich habe keine Nee, ich Bitterkeit. auch nicht. Ich habe diese volle Süße, die Frucht und einfach die Würze aus den Ja, Fässern. also ich finde auch, dass er genauso schmeckt, wie er riecht. Also er ist wunderbar in der Nase und genau das kriege ich auch auf der Zunge. Und man merkt schon den Unterschied zum Zehner, er ist schon komplexer. Er ist schon auch fruchtig, aber nicht nur diese Leichtigkeit fruchtig, sondern man hat es, wie du gesagt hast, halt einfach wirklich, er ist halt stärker und das merkt man halt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch inzwischen ein Standard geworden, weil es ihn einfach so lange schon gibt. Und ich finde auch nicht, dass er seine Qualität verloren hat. Ich habe in Erinnerung, dass ich den damals gut fand und dass ich ihn jetzt immer noch gut finde. Und 60 Euro, na gut, darüber kann man diskutieren, ob das zu viel ist. Aber dafür, was er bietet, würde ich mal sagen, ist der Preis sogar schon gerechtfertigt. Also ich kann den bedenkenlos empfehlen. Man macht keinen Fehler, den zu kaufen. Es ist wirklich ein Whisky für Erfahrene auch schon, für Anfänger und Erfahrene. Bietet einen Ich guten hoffe, das steigt Einstieg. nicht noch mehr im Preis. Ne? Also wenn ich jetzt mal vergleiche, ich habe Weinbar gestern mal weiß ich wieder nicht. reingeschaut und der Arbe Cory, den ich damals für Oh 60 Gott. irgendwas, Ja, der war ja irgendwann bei 80 und gestern habe ich ihn um die 90 Euro und was gefunden. Also, oder der Kaolila 12, der ist auch enorm gestiegen. Ne? Mittlerweile Also. findest du den Kaolida 12 kaum noch unter 40 Euro irgendwo. Also der ist so ab 43 aufwärts habe ich ihn gefunden. Gruselig, gruselig, diese Entwicklung. Aber na gut, so ist es halt. Aber der ist auf jeden Fall eine sichere Bank. Kann man verschenken, kann man selber genießen, macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Er ist für mich kein Highflyer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist er mir zu gefällig, sage ich mal, noch so. Er hat zu wenig Ecken und Kanten, um mich so richtig vom Hocker zu Aber genau hauen. deswegen ist es gut, auch mal sowas zu verschenken, weil wenn Aber man mal einen Whisky schenken will und nicht genau weiß genau. was, man will ja nicht gleich vielleicht einen Ja. Lafroig schenken, wo man nicht weiß, ob er rauchig macht oder nicht, Absolut, absolut. ist das wirklich ja, er ist süffig, aber er hat schon Ja. mehr Bums als so ein Genau. Und Standard-Hein. wenn man mal wirklich, wenn man sich noch nicht gut auskennt mit Whiskys und einen nicht rauchigen, vollen, wuchtigen, schönen Whisky haben möchte, ist der auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja, finde ich auch. Finde ich super. Dann mach du mal deine Wertung. Ja, schau mal weg. Fang du mal an Da heute. habe ich immer noch Panik, dass jemand sagt, ich gucke, Ja. was du schreibst. Nein. Ja, wirklich. Überzeugt mich nach wie vor. Guter Tropfen. Ich mag Glenmorangie. Ich habe von denen, glaube ich, noch nie was Schlechtes im Glas gehabt. So, aber auch noch nie was, wo ich jetzt wirklich so wahnsinnig begeistert gewesen bin. So, dann lupfen wir mal. 86, von mir kriegt er 89. Schafft nicht ganz den Sprung über die 90. Nee. Aber ist auf jeden Fall im oberen Bereich angesiedelt. Kann Ich habe man. immer mehr diesen Vanillegeschmack im Mund. Ja. Die Süße, ne? Vanille wie gesagt, er schiebt auch so eine gewisse Würzigkeit aus der Ja, Eiche, die schon ja, fast so ein ja. bisschen ins Pfeffrige geht. Also ich Ja, habe auch aber nicht sprittig. eine ganz. Nee, sprittig nicht. Also sich so nicht. Aber so eine leichte Pfefferschärfe hab ich so auf der Zunge. Ja, lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein Standard, der uns hoffentlich noch eine Weile erhalten bleibt, weil das lohnt sich, den auch mal wieder nachzukaufen. Testet den mal wieder, wenn ihr den von früher kennt. Probiert den mal. Schreibt uns mal, ob ihr findet, dass er sich verändert hat. Zum Guten oder zum Schlechten, egal. Und wie ihr den findet. Ich bin ganz sicher, dass der viele Fans da draußen hat. Ja.
denke ich mal. Und ansonsten bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja. Hat uns wieder Spaß gemacht. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Abonniert unseren Kanal, kriegt ihr gleich eine Info, wenn das neue Video online geht. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Bis bald.